So Leute, willkommen zurück zu Digimon Digital Card Battle. Wir sind gerade im Kampf mit Warmon hier in der Arena, weil ihr mir gesagt habt, dass es sein kann, dass jetzt Metallgarurumon hier in der Arena steht und das will ich einfach mal rausfinden. Weil ich gerne noch mehr Story-Matches hätte. Bin gerade echt am Überlegen, was ich mache, aber ja, ich mache die Armor-Digitation. Wenn ich mich recht entsinne, sind jetzt auch keine Polygone dran, ne? Aber der heilt sich wahrscheinlich eh. Okay, er heilt sich nicht. Dann hätte ich auch den Angriff um 200 boosten können, dann wäre er weg gewesen. Es ist schade, weil ich will eigentlich meine beiden Toy Agumon hier sinnvoll nutzen. Was machst du? Die eigenen HP werden zu 700, dann benutze ich das ja. Sorry, aber Pegasusmon macht das. Zwei Angriffe, dann ist auch Dolphmon weg. Du hinderst mich hier an gar nichts. Einfach nochmal drauf, würde ich sagen. So, die Karte will ich einfach bloß aus dem Weg haben. Tja, der Kampf ist gleich vorbei. Ja, dumm gelaufen. Aber gut, das ist halt auch Warmon, ne? Warmon ist ja jetzt nicht das mächtigste aller Digimon. Dementsprechend geht das. Oh, damit hat er mich kalt erwischt. Aber noch kann er uns damit nicht zerlegen. Auch wenn er jetzt selber zu Warmon wird. So leicht kriegst du uns nicht. Angriff halbieren. Okay, damit kann ich leben. Oh. Frage ist, kann er damit leben? Weil erinnert ihr euch an Ogrimmons Effekt? Für jede Karte in unserem DP-Slot, die wir jetzt weglegen, vervielfacht sich unser Angriff. Bams. Einfach mal 2000 Schaden gemacht. Sind wir ja schon auf Yu-Gi-Oh! Niveau. Ihr habt mir auch wieder viele nützliche Tipps gegeben, da bedanke ich mich auch sehr herzlich drüber. Ja, Metallgarurumon ist der letzte Gegner. Hallo, willkommen, ich bin Metallgarurumon.
Ich kenne schon deine Power, also entspann dich und genieße es. Aber pass auf, oder ich krieg dich. Da wir ihn schon mal besiegt haben, würde ich einfach sagen, ich benutze unser Defense Deck. Unser Green Deck. Unser Kreisabwehr Deck. Damit wir das relativ leicht hinkriegen. Das Gefühl, ich kann das Spiel ruhig noch ein Stück lauter machen. Problem ist, Gizamon, da habe ich mir jetzt ja den falschen eigentlich ausgesucht. Oh, der greift sogar damit an. Aber er zwingt uns auch damit anzugreifen. Das ist schlecht. Oh. War das Deck doch keine so gute Idee? Okay, wir überstehen es und countern. Ist in Ordnung, ist okay. Nee, du greifst bitte mit Kreise, auch wenn wir es ein bisschen schwächen. Dann greife ich halt nicht mit Kreis an, nicht mit X an. Ich mach trotzdem mehr Schaden als du. So, wenn er uns jetzt zu Kreis zwingen würde, würde er verlieren. Deswegen macht er das nicht. Jetzt haben wir ihn. Ehrlich, das war jetzt unser erster Sieg. Das Vieh ist halt, ja, es ist, was es ist. Da greife ich einfach ganz normal an, weil ich habe das Gefühl, das bringt mehr. Ganz viele Penguin, Mann. So viele Pinguine. Wahrscheinlich gleich eh digitieren. Ne, mein, der kann jetzt gar nicht digitieren. Doch, kann er. Ist okay. Dann muss ich aber kontern. Sofern es funktioniert. Oh, verdammt, er hat meinen Support gejammt. Damit habe ich ein Problem. Weil den Support habe ich eigentlich noch gebraucht. Also irgendwie überstehen wir das Ganze. Meine, wir können ja auch warten, bis ihm seine Karten ausgehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann haben wir alle Zeit der Welt, um das Vieh zu besiegen.
Ja, der verstärkt sich wieder. Ich mache die Counter-Attack und das da geht schon. Kann man da umsetzen. Dann hauen wir jetzt einfach ganz normal drauf. Hat er jetzt davon. Das bringt 30 Punkte, also nein. Okay, er digitiert nicht. Das wäre so das Einzige gewesen, wovor ich jetzt Angst gehabt hätte. Vor dem Ultra-Level hätte ich tatsächlich Angst. Aber vor dem Champion-Level nicht. Beziehungsweise, das ist ja sogar Mega-Level, ne? Hier, bitte als Sidramon. Aber es braucht 50 DP. 50 DP sind für ihn derzeit zu viel. Ich will keinen Support-Effekt. Hätte er ja eh kaputt gemacht. Stattdessen hau ich es einfach weg. Ganz ehrlich, ich gebe mir hier überhaupt keine Mühe zu kontern. Weil, wozu? Ja, okay, das tut weh. Das muss ich zugeben. Aber ihm tut es mehr weh. Weil wir sind auf dem Ultra-Level und wir haben gewonnen. In den meisten Fällen sogar mit normalen Angriffen und nicht Konterangriffen. Nur als ein Gedanke. Du bist stark. Ich denke, ich bin nicht länger eine Herausforderung für dich. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Komm ab und zu im Battle Café vorbei. Wir sehen uns später. Ja, ein S-Blue Pack und wir freuen uns, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, alles wiederzusehen. So. Dann gucken wir doch jetzt mal im im Battle Café vorbei. Vielleicht hat er ihr jetzt noch was zu sagen. Nein, hat er nicht. Dann gehen mir jetzt langsam die Ideen aus, wo ich hin muss. Red nochmal mit Tai. Vielleicht haben wir jetzt hier Omegamon. Ja, das habt ihr mir auch geschrieben. Ich kann für die Vollständigkeit andere bekämpfen und dann zählen die Partnerkarten auch für mich. Aber das interessiert mich ja jetzt gerade herzlich wenig. Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo ich als nächstes hin muss. Habe ich überhaupt noch was, wo ich wirklich hin muss? Oder habe ich bloß Sachen, wo ich hin kann? Kann ich auch nur reden, na. Weil ich bin jetzt gerade ein kleines bisschen ratlos, muss ich leider sagen. Hilf mal. Piedmon, der ist neu. Mein Name ist Piedmon. Hey, Kind,
Du siehst so energetisch aus. Was wärst du im Schilde? Was für eine unfreundliche Frage ist das denn? Ich plane gar nichts. Ein Kind wie du wird es nicht verstehen. Ich will dieser Welt nur etwas geben, das sie vermisst. Wenn du mehr davon wissen willst, würde ich dir empfehlen, komm in meine Arena. Du wirst herausfinden, was du wissen willst. Okay. Aber Piedmonts Arena machen wir beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Digimon Digital Card Battle. Bis dann, euer Wolf.